Michelle Kubke has shrunk her waist to a tiny 54 centimeters by wearing a corset every day for 3 years. Also vor 3 Jahren hatte ich eine Naturtaille von 64 cm und ich messe jetzt mit meinem Taillenband einmal um meine Taille herum, wie viel Zentimeter Umfang ich jetzt ohne Korsett habe. And the 24-year-old plans to go even further to match her idol Cathy Young, whose 34 cm waist is the smallest in the world. Es gibt mir Umarmung und diese schöne Taille-Verformung. Es fühlt sich einfach schön sanft an und es ist einfach einzigartig. Michelle has gradually laced herself into smaller and smaller corsets, which she wears constantly, even when sleeping. Also von dem her hat sich das nicht geändert, nur dass ich halt etwas langsamer bin und nicht mehr so hektisch bin und auch mich mehr fraulicher bewegen tue. Unsurprisingly, years of squeezing herself to extreme proportions have had a negative impact on Michelle's health. Weil ich jetzt gerade jetzt viele Korsetts an und aus, an und aus, ist für mich genauso ein großer Leistungssport, als wenn man jetzt für Leichtathletik viel rennen müsste. Her muscles are so weak that she struggles to stand up without a corset. And her stomach is so constricted that Michelle can't manage a normal sized breakfast, lunch or dinner. Instead, she has to eat up to 10 small meals a day. Today, she's paying a visit to her doctor to see the extent of the damage to her body. Hallo. Naja, ich lasse es kommen, wie es ist. Also Sorgen habe ich jetzt nicht direkt, weil sonst würde ich ja Schmerzen haben und ich habe ja keine Schmerzen. The examination reveals that Michelle is having digestive problems. Her stomach is not only constricted, it has also been slowly forced out of its normal horizontal position. Tests also show her breathing is not as strong as it should be for a woman of her age. Und raus damit! Raus, 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 alles raus! Sehr schön. Dass man sich dann im Laufe der Jahre ohne Korsett nicht mehr richtig oder gar nicht mehr bewegen kann. So wie man ein medizinisches Korsett dann braucht, manche Menschen, so braucht Frau Köpke dann ihr Korsett auch, wenn sie einkaufen geht oder wenn sie jetzt nicht so rumlaufen möchte. Nicht so ganz, weil ich ja schon wusste, was da eingeträchtigt wird und dass ich am Atmen her so oder so schon gemerkt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mal rennen sollte oder wenn ich mal hinterher im Bus renne, dass ich schnell aus der Puste komme. Michelle is certainly no stranger to stares and gasps from passers-by when she's out in public. Nee, das ist, ich meine, ich finde das gut und wer das macht und machen kann, ist okay, aber ist nicht so mein Ding. Das ist der Wahnsinn. Noch nie gesehen, ich bin schon ein alter Sack, aber habe ich noch nicht gesehen. Ich finde das gut. But people are not always negative towards Michelle. One of the places she has found thousands of supporters is on YouTube, where Michelle regularly uploads videos of herself. Und ich freue mich auf jedes Kommentar und es sind meistens auch positive Kommentare und da bin ich mal jedes Mal total stolz drauf. Natürlich gibt es auch ein paar negative Kommentare, wie kriegst du noch Luft oder kannst du noch atmen oder sonst irgendetwas, aber es ist halt normal und ja, es sind halt nur positive Kommentare grundsätzlich. Michelle is determined to continue her quest to have a tiny waist, despite the threat to her health. Und ich möchte dieses 38 cm unbedingt erreichen.